da los? Ja, LSR ist gelockt. Wir haben eine insane Teamfight. Samsungs Teamfight ist auch stark. Nein, wird sich wahrscheinlich in unmittelbar den nächsten Minuten. Oh. Erstmal die Midlane gewonnen. Hier, down. Schöner Flashlock, aber den zweiten. Musi zu langsam. Ja, das der, der, der muss jetzt vielleicht Musi fallen down für diesen Fehler. Oh, oh Crown, der kriegt den hier. 3 gegen 1. Überlebt er den Gank und das holt noch den Kill. Das darf nicht passieren. Der stirbt einfach gnadenlos durch die Axt. Er hätte das niemals überlebt. Also hätte er geflasht, wäre das ein Beschwörerzauberverlust gewesen. Er hätte oh, festlassen dürfen und er killt ihn. Jensen verliert das Ding. Oh, oh mein Gott. Der letzte Auto-Tag. Das war eigentlich war so gut genug gespielt von Crown an der Stelle. Ja. Wäre hier eventuell die schlauere Wahl gewesen, gerade weil Crown keinen Flash hat. Und Sneaky wird jetzt hier gesnared. Oh, er wird auf jeden Fall sein Flash. Er hat hier. Muss es jetzt auch benutzen und Smoothie ist wieder der Leidtragende am Ende. Impact jetzt auch mit Problemen. Oh, ein Ebner schon präventiv verwendet. Jetzt kommt ein E und da ist er. Oh, der mit dem Flash noch down. Schön die Ultimate nochmal verwendet, um mit Style-Punkten rauszukommen. Untergecuttet wird, wäre hier vielleicht eine schlauere Wahl gewesen. Oh, JJ. Face-Check in die Trap. Ja, das ist die Kombo. Da ist das Netz. Oh, der überlebt das. Der kommt nur noch weg und Sneaky. Oh mein Gott. 450 Damage. Den hat es den Schädel abgefeuert. Aber die Items, die sprechen natürlich auch Bände. Die Nase vorne zu haben. Wow. Das war eine sehr defensive Ultimate Medios gegenüber Crown. Gewinnt im 2 gegen 2. Es ist halt einfach nur krank. Jetzt kommt ein bisschen von der Seite dazu. Medios aber noch schnell genug. Clever gemacht. Ist nochmal in das. Okay. Oh, 1v1 Kill. Ohne Flash, nur mit Ult. Unterschiedlicher könnten die Itembuilds der beiden AD Carries nicht sein. Sneakys Itembuild setzt auf Skalieren, setzt darauf zu Wave-Clearen, einfach nur zu pushen. Hier sehen wir es nochmal. Also es war vermutlich wirklich... Es war nur, es war die, nur Ult. Die Ult. Oh, das alle bitter. 4 Treffen. 2, 3, 4. Ich meine, das waren jetzt nochmal 900 Schaden. Das geht aber gut, ein bisschen. Das ist der größte Tank, mehr oder weniger, ist ja Meteos. Und seine einzige Rüstung sind die Ninja-Talis. Flash und jetzt der Knock-Up. Ruler, also der muss... Oh mein Gott! Der kommt relativ easy weg. Halber HP nur verloren. Das war die Doppel-Knock-Up-Kombo, die du besprochen hast. Impact, mach's gut. Du bist ebenfalls schon wieder draufgegangen. Ohne Chance. Ja, ja, ja. 3D Force Power Spike. Hart ausgenutzt hier. Jensen hat keinen Mana. Wie soll er denn bitte irgendwelche Spells machen, wenn er Mana los ist? Ist komplett abgerissen worden. Smoothie, nun derjenige mit der Ultimate. Das bringt halt auf dem Level überhaupt nicht so Medios. Ja, Medios ist tot. Das ist ein Trauerspiel. 10-1. Ula war in der Lage, nach dem Alistair Knock-Up zu flashen, ohne dass die Kältefalle gesessen hat. Baron wird jetzt in Minute 21 auch abgeholt und dieses Spiel kann Cloud9. Oh Gott, das war nicht der beste Smite-Call hier, aber. Das war aber ein sehr, sehr krankes. Oh, das reicht doch! Der ist einfach komplett vergiftet worden. Das war not even close. Also, oh, man muss auch dazu sagen, dass. Was dazu sagen? Das hat tot. Auto-Attack von Sneaky. Jin Ulti hat sie nochmal gesetzt. Er könnte ruhig Smoothie angreifen. Top-Lane, Impact gegen QB. Er wurde gerade so viel Leben dadurch wieder, wenn ich das richtig gesehen habe. Inhib-Pum auf der Botlane wird anvisiert. Ja, diesen Baron-Buff kann man gut ausnutzen. Ein bisschen rennt ja einfach rum. Dem ist das alles egal, was hier gerade passiert. Ragnarok schon gezündet. Oh, schöne Shockwave. Aber es wird halt nicht mal ansatzweise belohnt. Zu den Impact ist tot. Kein Einebner in die ganze Geschichte drauf. Gewesen. Das hätte gereicht wahrscheinlich. Oh, das W sitzt. Das war's. Ist ein Sniper hier, gute Ruler. Damit fällt Inhib Nummer 1. Toplane macht sich QB an Inhib Nummer 2. Und vielleicht findet dieses Spiel in den nächsten Sekunden sein Ende. Der kommt dann noch weg. Das ist auf jeden Fall eine süße Ultimate gewesen. Ja, die wollen das jetzt durchziehen. Das ist auch 3 gegen 5 hier. Ich glaube, nein, wird nicht, wahrscheinlich das, erlöst. Ob das der schnellste Sieg hier bei der Weltmeisterschaft ist. Wirkt das ein kleines bisschen so. Aber auch ein Drübergerenne. Naja. Also eigentlich so ein Spiel ist natürlich aus Samsungs Sicht absolut fantastisch, aber... Oh, der hat ihn erreicht! Crown ja aus dem Leben bombardiert aus 1000 Kilometern. Kubi kriegt ein bisschen reicht das? Nein, er überlebt das! Oh Gott. Impact versucht es nochmal meist rauszuholen. Sneaky aber denkt sich, oh, schöne Trap. Oh Gott! Versuchen es! Die Shockwave interessiert niemanden, noch nicht mal vom Schaden. Oh. Jetzt die Frage, kann QB den Next Fake machen? Kevin, er hat das König vor. Das reicht nicht! Und nein! Knappe Geschichte. Das Game ist wieder auf dem Cloud 9. So kurz davor hier zurückzukommen. Nice. Wir schon fast 4000 Leben noch schon gegeben. Sneaky. Da muss ich natürlich abfangen. Kubi schleicht sich. Oh, zack! Da kommt er mit dem E-Ran. Wird sogar noch schön in den Nexus reingepusht. Und damit ist quasi das Spiel entschieden. Man will noch ein bisschen was für die KDA anscheinend tun und reißt ja noch jeden ab, der Bock hat zu sterben. Cloud9 wird in den Boden gerammt.
27 Minuten. Nach 25 Minuten wäre es technisch gesehen möglich, aber man hat hier noch 2 Minuten den Nexus verteidigt. Katastrophale Leistung von Cloud9. Ja. Outbox meistens mit einem Varus und Jace, weil du einen sehr so viel geringeren Cooldown hast. Natürlich darf man nicht vergessen, allein der Fakt, dass Impact keinen Flash hat, entlastet QV auch ein bisschen. Vielleicht ist der Call von Samsung hier, dass sie keinen Fokus auf Top-Lane setzen wollen. Und diese Flashlosigkeit ihn einfach nur hübsch. Schöner Dodge hier von Dark. Wow, das war... Negiert, oh Nami Wave! Gott, war das stark! Die war einfach komplett negiert worden. Smoothie da ordentlich am Leiden und das reicht nicht. Das war aber individuell fantastisch gespielt hier von der Botlane von Samsung. Definitiv. Also im Prinzip haben sie beide Ultimates, die nicht so geil sind, wenn du in der direkten Auseinandersetzung. Ja, das war ja quasi ein Engage von Cloud9. Jetzt hier Crown nochmal von 4 Leuten. Kommt nicht unbedingt auf hoch gesetzt, das wäre OTP jetzt hier von hinten raus. Digi wird festgehalten, jetzt nochmal aufgespießt. Oh, Kennen! Oh mein Dreimal Stun und da ist die Shockwave! Und der ganze Fight in einer Sekunde. Okay, Impact intet einfach volle Höhe rein. Überlebt das Ganze aber richtig lange. Nee, der überlebt es. Lange, ja, da stimme ich dir zu. Aber das war genau dieser eine Teamfight. Jetzt wird der Botlane von mir gesehen. Schnamiul sitzt nicht schlecht. Das war mal ein gutes Play. Aber vielleicht davon ein bisschen zieht einfach Jensen durch das gesamte Team. Kuri ist noch meilenweit entfernt. Oh, der kriegt den noch. Schöne Aktivierung. Shockwave trifft hier Impact und der kassiert. Denn er hat keinen Top-Lane-Tank. Ambition. Oh, jetzt platzt er auf. Ja, kein Sonias, Fury ist viel zu deep reingegangen. Zack, da gibt es nochmal den Shutdown oben drauf. Crown ist ebenfalls. Deathfire's Touch OP und Cloud9 hat die Situation erstmal für sich entschieden. Fang einfach eiskalt an. Impact ist auf der Botlane. RTP. Aber ein Jace, der dazu teleportet. Aber SSG muss das durchziehen. Nicht so der Strom stark. Ist nicht down. Teleport kommt jetzt raus. 3000 Leben noch. Videos. Der kann hier gut reintun. Oh, viel zu spät. Würdet ihr sofort weggekrittet werden? Ruler Schaden, perversen, das Guardian natürlich völlig nutzlos. Der landet da in der Trap. Zack, da geht die Ulti noch oben drauf. Jensen mittlerweile halbe HP. Kann sich zusammen mit den Twin Fangs hochheilen, aber mal. Oh mein Gott! Das darf doch nicht passieren! Super bitter Double Kill! Ruler easy peasy, einfach Jensen vernichtet! Hat noch Flash Ready, Jinult kommt verzweiflungstechnisch hier nochmal raus, aber der Tower wird das nicht überleben und das ist Game. Das ist Cloud9. Game Number 2. So gut ausgesehen im Early Game. Ein Teamfight am Baron. Oh. Keine QSS für Sneaky, wird ihm zum Verhängnis. Game over. Samsung ein Game vom Halbfinale. Wahnsinn. Also ich meine auch wahnsinnig schwach, wenn ich ehrlich bin. Wieder, also diesmal stärker angefangen. Sagen wir es mal so, es ist eine Steigerung da. Sie sind ja Team Sweep. Aber, also das, was Jens jetzt auch gerade geliefert hat, lässt sich einfach dreimal hintereinander out-attacken. Es war natürlich ein paar Lucky Crits, aber wenn 80% redet man selten von Glück. Die müssen ja komplett mit das wird alles oder nichts. Die müssen also. Ah, das klingt nicht so gut für Cloud9 also bis jetzt. Mit keinem schlechten Feld, ist aber Umen inzwischen. Jetzt Level 6. Wenn QB jetzt Level 6 wird, wird es für Impact so richtig gefährlich, weil der hat keinen Flash. Er kann die wirklich flashen. Die kriegen den Tower tatsächlich. Oh, da kommt er. Oh, das reicht sogar noch vom Radius. Und da sieht man's. Poppy zermatscht einfach jeden Jace, weil sie hat eine Ulti und er nicht. Und das war wirklich stark gemacht. Hat quasi wieder, das kann man mit vielen Champions, in der Animation vom Q geflasht, sodass der Damage am Ort des Flashes instant quasi ankam. Jetzt oh, Jensen hier bedroht, wird das auch nicht überleben. Ghost gezündet, zack. Und wieder die gleichen Muster wie im ersten Spiel. Ja, das stimmt. Olaf gefressen. So, dreimal Top Lane. So, jetzt sehen wir Poppys W. Zack, ist aktiviert. Man wartet. Oh, what? Das war doch noch zu sehen. Stark gemacht von Cloud9, aber ich habe die W-Fähigkeit noch gesehen. Sogar sehr gut. Jetzt kommt Ambition. Bloody. Wieder zurück. Sie hat keinen Flash. Er könnte jetzt alleine von Olaf überrannt werden. Ultimate ist aktiviert. Der Schaden ist gar nicht so schlecht. Ganz wichtig. Ruler hat den Kill bekommen. Oh ja. Oh, schon wieder nicht hochgeworfen. Oh, was? Schock. What? Die Kommunikation war gerade nicht da. Die Landing Phase so lang wie möglich zu halten. QB so lang wie möglich von Sneaky fernzuhalten. Den Sneaky oh, schöne Trap. Oh, die sitzt aber, die sitzt gar nicht. Der rennt da einfach durch. Ambition reißt hier Sneaky den Schädel ab. Hat ein bisschen gedauert. Oh, der macht einfach weiter was mit dir. Oh, schön mit Top Catch. Kombiniert. Aber dafür ist keiner da, der Ruler irgendwie verteidigen kann. Mit dem Double. Der nimmt den nächsten. Ist das jetzt Triple? Da kommt und, Jensen. Oh, schade. Sobald Jensen kommt, ist alles wieder versaut für Videos. Aber Flash raus. Oh, Crown. Crown wird erstmal gezoned. Shockwave steht auch noch zur Verfügung. Also man kann ihn zurückwerfen bei Bedarf.
Oh, der läuft sogar in der Luft. Das kann man auch machen. Ultimate Shockwave wieder geflasht. Aber das war greedy von Crown. Nee, weil jetzt kommt Groovy ist da. Jetzt gibt es einen nicht Double so Kill. Der braucht er gar nicht. Schön. Zack, wo ist der Hammer? Da ist er auf den Boden gerissen und Tam Kench. Oh Gott, du bist so ekelhaft. Und das hier, das Ganze wird mit dem Q locker beenden oh, können. Oh, Karma ist gleich wieder da. Putz. Nicht rechtzeitig, ärgerlich. Für einen schönen Engage, aber den restlichen Squirts völlig unnötig. So, Exhaust kommt raus, da Poppy, kommt Poppy, schönen guten Tag. Erstmal Smoothie, nebenbei was. Oh, stark! Wieder mit dem Flash kombiniert, mit dem Hammer killt er den einen. Und den anderen CC'd er. Die Ehrenlosigkeit hat sich den Kill gegönnt. Eventuell direkt die nächste auseinander, das ist ein Ambassion schon. Oh, Sneaky! Oh, das sieht man einfach, wie er hier null Chance hat gegen Olaf. Fast down. Wird hier komplett zerrissen. Den Turret kann man ignorieren. Ich meine, den Bischof kann ja tanken. Kojid, der frisst hier einfach mal den grünen Schleim auf. Ist kein Problem. Er teilt sich nochmal. Aber das wird's. Oh, schöner Teleport. Oh, nicht dumm. Aber. Oh, der spielt da nochmal rein. Aber der TP. Der wurde abgebrochen. Der kommt nicht dazu. Und somit hat man zwei Leute eiskalt ge. Nee, Groovy hat den wahrscheinlich geultet, oder? Deswegen das Teleport nicht. Nein, 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 normalerweise kommen die dann durch. Oha, Impact. Oh, stark von Ruler. Ulti? Lässt sich da nicht veralbern. Oha. Oder einfach. Und dann wird die einmal weggeholzt. Jetzt kann man hier mal den Tower pushen, aber da kommt QV, die Ein-Mann-Armee. So, Tamkench auf der einen Seite, QV auf der anderen. Also Impact ist schon mal tot. Boah, I. Da wollte Kojete den Kill stealen. QV sagt sich, nein, das ist meiner. 13:4 steht es. SSG 3000 Gold von Sneaky. Tschüss. Der hat so viel Spaß in diesem Spiel. Mmh, ja, dann nicht. Lecker Tank. Das hast du leicht verwechselt, Sola. Weil die hat keine Armor noch. Die hat 90 Armor. Nur die Base Armor, die hat. Naja, schnappt sich den nächsten, weil je weniger Leben Olaf hat, desto mehr Attack Speed hat er. Putz! Aber mit der Shockwave zur Ruhe gebracht. Hier auf der Ruler rennt um sein Leben. Hat auch Respekt, sagen wir mal so. Jetzt hier der Dive auf Impact. Da kommt der Karma. Schild ist da. Und er ist getrennt. Ambition. Guten Tag. Ich bin ein krasser Wikinger. Der Flash würde ich, aber weiß es nicht. War sehr, sehr. Oh, schon wieder! QB ist einfach. Oh, schöner Flash! Aber nee. Oder er springt da rein und ultet den Leuten den Kopf weg mit Jet. Teleport kommt raus. Oh, schönes W! Konnt ihn abfangen. Da ist die Kugel! Oh Gott, JJ! Er ist so low, komm noch da vorne. Das gleiche gilt für Crown. Hier ist keiner gestorben. Holy shit. Wow. Das ist auf jeden Fall sehr friedlich ausgegangen. Außer Impact würde ich hier noch jemand schockblasten. Da oben Impact, da ist er! Der Kombo gerade. What? Nimmt sich den Gromp noch nebenbei mit Flash Q. Oh, der Flash Q. Jetzt er tot. Oh, ein Auto-Check. Transformier dich zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie close. No way. Sie haben keinen Jungler. Sie haben keinen Jungler und sie machen den schnell. Das ist risikoreich, aber sowas müssen sie mal riskieren. Sie müssen das durchziehen. Zieht es durch. Do it. No, Sneaky. Der ist auf dem Miyaz, aber der kann nichts durchziehen. Da ist jemand gerade richtig weit weggeflogen. Und es war Medios. Impact sofort vernichtet worden. Core JJ gemeinsam mit seinem Kollegen hier in dem Bauch. So eine Kubi nimmt demnächst. Oh! Shockwave, gar nicht so schlecht. Aber der Heal ist da. Jensen, wieder kein Mana. Wie kann denn der ohne Mana jedes Mal spielen und würde totgejagt werden von einer Frau mit einem riesen Lollipop? Sagen wir mal so, war jetzt vielleicht oh, nicht lol. Der beste Call? Er kann nicht rechnen. Oh lol, er kann immer noch nicht rechnen. Jensen, outplayed ihr Kubi. Jetzt muss man sagen, immerhin bekommt Sneaky ein bisschen Farm. Ist inzwischen 80 hinter Hula. Das, obwohl er quasi die Winning Lane hatte. Jetzt hier die Ketten-Ult. Aua. Eieiei. Das brennt. Da ist eine Brennnessel. Tut ja weh, aber Milios, ich sag mal, der ist hier der Vorschlaghammer. Und Init Nummer 3 in der Mitte wird bald folgen. Und das sollte sich dann wahrscheinlich also bald im Ende. Die Frage ist jetzt, wollen Sie das jetzt einmal beenden oder gehen Sie nochmal Base, das lassen Cloud9 voran? Sie haben vor allem jetzt auch extrem viel Gold in den Tag. Was macht denn der? Sneaky lässt sich einfach kaputt gritten aus 1000 Kilometern. Und dann von Sivir töten als letztes. Hier nochmal das TP. Die Frage, ist das jetzt ein Bait? Oh, schöne Shockwave! Aber ja, man ist so weit hin. Ist Sneaky da noch am Leben gewesen? Hätte das vielleicht sogar was werden können. So, aber ist der erste Nexus-Turm fast schon down und. Wenn man es wirklich sicher spielen will, geht man nochmal Base. Aber 3 gegen 5, 13.000 Gold, das soll es gewesen sein, es sei denn. Ja, ich glaube, eine war sein, weil da muss man hier noch abwarten. Die kommen von der Botlane, das sind noch nämlich ein paar Super-Minions da. Oder ne, der Inde ist wieder gespawnt. Oh Gott,
diese Trollgebäude. Den letzten Turm wird man nehmen, auch wenn das Gold dann natürlich erschreckend gering ist. Rula! Oh, der Turm lebt! Eieiei, der Sneaky wird in 5 Sekunden da. Teleport kommt hier von Cubios. Jetzt frisch auf der Base. Der Turm ist down. Er macht einfach nur ein Auto-Attack. Oh, schönes Weh. Das war nicht schlecht. So, jetzt, Chase. Ja, die werden den jetzt auf jeden Fall ordentlich rumschubsen. Aber Tam Kench, mach's gut. Oh, warte mal. Oh, der ist down. Der wurde gut festgehalten von Karma. Wenn die jetzt beide töten. Ja. Oder cheert vielleicht für Samsung, denn sie sind hier der absolut verdiente Gewinner. Ja, kann man nicht anders sagen. So, on the hand aktiviert. Das ist, glaube ich, jetzt die letzte Jagd. Impact. Ah, der, das waren zwei Ricochet-Crits, mein Sohn. Das ist der dritte. Na, kommt da einfach überhaupt nicht klar. Schaden. Ui, da fliegt der Kollege erstmal komplett durch die Base. Ruler konnte man abholen, aber der Nexus wird fokussiert. Gooby macht dann, denke ich, ganz guten Schaden. Und das ist es gewesen. 50 Gold gibt's für Ambition. Und seine Ambitionen, das Spiel zu gewinnen, sind da. Samsung Galaxy gewinnt gegen Cloud9. Eindeutig. Also, da waren ein paar Chancen da. Aber das war David gegen drei Goliaths. Ja, definitiv. Das war absolut dominante Leistung hier von Samsung. Und damit auch NA aus diesem Turnier ausgeschieden. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's.